Gucken wir mal da zuerst rein. Oh. Und werden gleich angegriffen. Von noch mehr davon. Gwendolyn fängt an. Ja, Gwendolyn wird immer anfangen, weil sie den Initiative-Bonus hat. Ja, Mitte. Also 47 hat Void Resistance. Also, dass die Resistenzen angezeigt werden, ist super. Also, jetzt ist noch vollkommen unwichtig. Wir ballern einfach nur drauf und wir haben keine Auswahl. Aber später haben alle Charaktere und wir haben dann wahrscheinlich 4 Charaktere. Weiß ich gar nicht, wie viele in den Trupp passen. Auf jeden Fall mehrere Charaktere mit mehreren Fähigkeiten. Dann können wir uns dazu besser auf die konzentrieren, die Schwächen haben. Und auf die Fähigkeiten, die dann dazu passen. Alles noch im grünen Bereich. Flip. Das Art-Design gefällt mir. Das ist ein bisschen wie bei den Paradox-Spielen. Also jetzt bei dem neuen Battletech zum Beispiel oder ähnlichen Titeln. Das halt handgezeichnet wirkt. Aber dann halt nachträglich bewegt wird. Das wäre jetzt massiv ungünstig. Und das beide überlebt haben. Und dann beide einer Runde killen. Ja, Poser Gwendolyn. Credits liegen überall rum. Rigos Fine Spirit MOE Award. Aber es verringert den Ruf mit Rigo Fine Spirits. Nee. Ja, wobei, Gwendolyn ist ein Dieb, ne? Ja, komm, eine Sache können wir nehmen. Und wir machen ja gerade eine Mission für die. Also, so wird er mal plus minus null wieder. Anklicken, nein. Ganz schön high-techy für Alkohol. Looted Security Keycard. Also wir können jetzt schon mal durch eine Tür durch, wo wir vorher nicht durch konnten. Okay. Schon wieder so eine Falle. Ja, schon wieder die gleiche Falle. Oh, vielleicht, weil wir keinen richtigen Hacker haben oder so, der dann sowas entschärfen kann. Aber trotzdem, es ist nur ein kurzfristiger Debuff. Und dafür gibt es Loot. Also ja, ich werde alle davon aufheben, egal ob sie wehtun oder nicht. Schießt zuerst. Passiv von ihr. Wer ist mir angeschlagen? Sind beide gleich, ne? Ja. Also links. Naja, das... Okay, Wechsel auf rechts. Weil rechts hat durch den Passiv was abbekommen von ihr. Das ist halt zufällig, wo der Passiv-Effekt her schießt. Aber noch sind die HP ja okay. Quarantine.
Do not enter quarantine. Hi. Terminal. Während das Terminal gescannt wird, zeigt es, dass Rico, das ist diese Alkoholfirma hier, Material gesammelt hat, um Leute zu erpressen. Also illegal. Der Inhalt dieser Daten könnte genutzt werden, um Gray Solutions zu erpressen und wäre wahrscheinlich von großem Interesse von ihnen. Könnten sie ihn einfach so schicken, dann mögen die uns wahrscheinlich mehr, oder wir könnten sie wirklich erpressen. Oder einfach nur verkaufen. Also, es geht hier halt wirklich nur um Unternehmen. Unternehmen sind Gwendolyn ziemlich egal. Menschen sind Gwendolyn wichtig, aber Unternehmen sind vollkommen egal. Und sie hat jetzt die Verantwortung über Heartslab und noch einen Killerroboter, also braucht sie eher Geld. Und jetzt ein bisschen Reputation mit irgendeiner Corporation, da sieht sie jetzt kurzfristig nicht wirklich einen großen Nutzen von. Langfristig bestimmt, aber sie müssen jetzt erstmal mehr Leute anheuern und mehr Ausrüstung kaufen und so weiter. Also verkaufen wir es einfach. Okay, wird downgeloadet. Heartslab kümmert sich drum. Ja, ka-ching. Sehr gut. Also, ja, ich weiß, dass du dahinter bist. Ich hätte eigentlich erhofft, dass wir uns hier irgendwie ins Netz hacken können und dann vielleicht da irgendwie den Sauerstoff raussaugen oder sonst irgendwas, um das Vieh zu debuffen. Weil noch sind wir relativ fit, aber wir haben die Aufgabe noch nicht erfüllt. Und das könnte so ein optionales Ding sein. Also doof, wenn wir das optional dann machen und dann zu schwach sind, um die Hauptaufgabe zu erfüllen. Warte. Da. 20% HP. Kosten 35. Wie viel kriege ich für die Mission nochmal? Lohnt sich das überhaupt? Nee. Ein Nikonium-Dampener collected. Was ist ein Nikonium-Dampener? Noch eine Keycard. Lablocker. Ja, wir nehmen alles mit. Yes. Oh, noch mehr Zeugs. Der letzte Lockout war 234 Zyklen zuvor. Hast du vergessen, dich auszulocken? Ja, durchsuchen. Du findest ein Dokument, das eine Quittung über einen Gegenstand hat, für das du suchst. Zusätzlich zu der Storage Location. Jetzt musst du nur noch hingehen, um es dir zu schnappen. Map has been updated. Also da, wo das Monster ist. Vielleicht können wir allerdings hier im Süden darum gehen und das Monster zu ignorieren. Weil eventuell schaffen wir das Monster. Aber dann müssten wir vielleicht Ressourcen ausgeben, die ich nicht ausgeben möchte.
oder wir finden einfach Medpacks im Müll. Lootbox. Folgst du uns? Ja, folgst du uns. Okay, gute, wichtige neue Informationen. Gegner können Türen öffnen. Also das große Vieh wahrscheinlich nicht, weil es einfach zu dick war, aber die kleinen können das. Warum macht es überhaupt Sinn, die hinteren anzugreifen? 90% Accuracy. Okay, also die Distanz hier macht keinen großen Unterschied, das ist auch gut zu wissen. Oh, da soll ich aber den mittleren angreifen, weil er macht drei Ziele, aber nur um das Hauptziel herum. Ja, der da hinten ist tot. Oh, der hier hat nur 20. Boom Slag Heavy Armor, Dodge Chance minus 20%. Ist wahrscheinlich eher was für unser Hard Slap Mädel. Hm? Plus ein Damage Block, weniger ausweichen. Ja, du bist eh nicht so ausweichig, das ist okay. Mehr Crit Resist. Hinder. Ja, schade, dass die Paper Door sich nicht anpasst. Das wäre noch ganz nice. So, nee, da war ich nicht hin. Oh, der kommt näher. Guck mal auf die Minimap. Ja, wir können den nicht überspringen. Kommt jetzt doch die Tür? Nein, okay. Ja, dann Loadout. Können wir den Kampf nutzen? Bio-Aids, Painkiller und Duct Tape. So, das muss reichen. Ach, und du bist nicht allein. Oh, wow. Der Schwierigkeitsgrad ist für eine volle Truppe. Elite. Increased Resistance to Charm, Stun and Taunt. Schaden ist reduziert um 6. Hat 104 HP. Der hier hat noch mehr Hatchling. Ich glaube, den Hatchling sollten wir nicht töten, sonst werden die hier stinkig. Armor, Taunted Heavy Armor. Der hier hat komischerweise nur noch 78 HP. Also hat gar nicht so viel HP, auch wenn er größer und böser aussieht. Und schieß auf. Du machst trotzdem Schaden. Komm, wir hauen den Kleinen weg. Gucken, ob es wirklich irgendwas triggert. Nö. Okay, meine Sorge wäre halt gewesen, dass es irgendwie die hier stinkiger macht und dadurch die mehr Schaden verursachen und irgendwas in die Richtung. Aber es ist ihnen wohl vollkommen egal. Genau, schön auf Hardslap gehen. Hm? Ich hab doch Dinge zählt. Ganz schön nah am Limit.
Warum kam da gerade sein? Gut. Lalü. Raus. Biomasse Bolus. Unique Item. Heavy Armor. Das ist beides grau, ist nichts Besonderes. Unser Loots. Und Rigo's Fine Spirit Financial Holotape. Oh, ja, tut mir leid. Credits. 75 Credits, das ist gut. Noch irgendwas zum Abstauben? Also wir haben da noch eine Ecke vom Raumschiff, wo wir gar nicht waren. Auch wenn wir nicht mehr allzu viel kämpfen sollten. Fuck. Mhm. Geht's raus hier. Also nach dem Raum, den wir beschützen. Du bist schon fast tot. Ja. Mit dir. Mit dir. Und noch Mama Bomb ist da. Betriebenes Terminal, das dich krumpig anblickt. Genau, mal gucken. So, wieder, ne? Erpressungsmaterial für Grey Solution. Und wir machen wieder Geld raus. Oh. Alarm, Alarm, Alarm. Na, viel. Schaden reduziert um 2, aber haben nur 75 AP. Das sollte klappen. Wir haben noch Schilde. Ja, sollte klappen haben. Kippt eventuell um, aber wir schaffen es. Naja, Gwendolyn könnte sowas benutzen. Aber ne, der kippt gleich um, dann haben wir weniger Schaden, da reinkommt. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Nächste Runde kann Hardslap auch wieder spotten, dann passt das. Und weg. Oh, Smiley. Brownie Smiley. Das heißt, wir kriegen jetzt nichts davon? Wahrscheinlich nicht. Nein, ich. Ich stand mit dem Rücken zur Tür und bin gestraft und hab's hier aufgemacht. Shit. Alle drei sind auf Hardslap, gut. Ja, benutzen Medkit. Right click to use.
Okay. Verbraucht auch die Aktion. Gut. Gun ist ein Gewehr. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt benutzt. Ja, Gewehre. Das heißt, Pistolen für den Schmuggler, Gewehre. Was machst du eigentlich? 29 Schaden, also mehr Schaden, mehr Shieldbreaker, mehr Crit. Wer braucht da mehr Zeit? Und 5 Manöver. Ja, ist okay. So, also hinter uns der nächste Raum ist auch schon freigeschaltet, aber eigentlich würde ich nur hier ran. Das Ding mitnehmen. Ja, jetzt können wir raus. Können wir definitiv raus. Ist das ein Respawn? Scheinbar. Wie war der? Der ist angeschlagen. Für sie ist egal. Einfach auf da. Weapon. Exit, exit, exit. Ja, sicher. Okay. Also ja, wir haben jetzt ein Reputation bekommen, aber zwei verloren. Es ist bereit, willst du es sehen? Jo. Okay. Der KI-Kern ist intakt und die Auswertungen sind soweit okay. Aber ich habe noch niemals solchen Code gesehen. Es ist ein wenig instabil. Ah, okay, anmachen. Drück drauf. Master Imprint, check. Warum hast du dich angemalt wie ein komischer Hai? Safety Protocols sind aktiv. Starte Reboot-Routine. Okay, priorisiere Objektive, also Ziele. Und erstes Ziel von ihm ist es, ein Refreshment zu holen. Warte mal ganz kurz, Sparky, du arbeitest jetzt für uns, sagt Heartslap. Der Roboter ignoriert dich und ruft über seine Schulter. Du bist ein Crawler, ich bin auch ein Crawler. Ich werde mit dir töten. Hey, ich bin hier der Anführer. Sagt Quennen. Der Roboter bleibt stehen, dreht sich um, bevor er den Saloon betritt. Treff mich in der Bar. Ich durste nach Alkohol und Blutvergießen. Es ist Killer-Time. Wenigstens hat es nicht versucht, uns umzubringen, sagt Telry. Scheinbar hast du nur einen neuen Drinking Buddy bekommen. Dann kann bestimmt noch ihn beschnacken. Nee, doch. Prototype has joined your team. Es ist drin. Level 2 Prototype. Was bist du? The Mean. Ist auch ein Taunt. Taunt und Debuff. Oh, und diese Fähigkeit hat eine Fehlfunktionsrate von 5%. Nach 5 Fehlfunktionen wird man kurz gestunt. Haben das alle Fähigkeiten? Ja, haben alle Fähigkeiten. Fast alle Fähigkeiten. Chaotic Shot. Sword. Also wir haben ja schon einen Tank.
mit zweimal macht 150% Schaden. Das ist aber nicht so gut wie zweimal schießen zu 100%. Ja, wieder auf höheren Level. Ja, 200% Schaden. Es ist trotzdem genauso viel, als würde er zweimal normal schießen. Und Shield Pierce Bonus von 30%, ja. Ja. Na gut, was kommt danach? Haiku. Inspiriert das Team für 3 Runden. Was macht das? Aktiviert das Team für... Ja, okay, du bist jetzt Direct Damage und Buff irgendwie. Huh. Ja, aber wir haben kostenlos einen dazu bekommen und jetzt holen wir noch einen vierten und dann gucken wir mal, wie viele wir überhaupt insgesamt mitnehmen können.